Bernd. Doris ist zwar etwas ruhiger als wir, ja, aber sieht dafür sehr hübsch aus. Und Doris hat dann doch immer das ein oder andere gesundheitliche Problem, dem wir uns widmen können und wollen. Ganz Heute ist Doris etwas verspannt. Hatte keine gute Nacht. Genau. Guckt auch etwas unzufrieden gerade, muss ich sagen. Genau. Das heißt, wir müssten sie... und da kommt das Nudelholz ins Spiel, liebe Zuschauer. Wir wollen sie entspannen. So, nein, was können wir tun? Spaß beiseite. Wir sitzen alle allein zu Hause, bekommen wenig Umarmungen und deswegen brauchen wir Berührung. Und die Selbstmassage ist deshalb heute unser Thema. Und Doris möchte das natürlich zu Hause auch machen, denn wie wir sehen, ist sie wirklich sehr steif. Ja, was ist mit Doris? Und jetzt kann man mit Doris, Doris ist tatsächlich einfach verspannt. Und das sind wir alle momentan. Und deswegen wollte ich dazu anregen, wenn wir jetzt keinen Partner und kein Rezept haben, dass wir einfach eine Selbstmassage machen. Unter anderem mit diesem Nudelholz, das ist eigentlich mein Nummer-1-Tipp. Den können wir, je nachdem, wo die Problematik sitzt, entweder in den Nacken schieben und dann natürlich ohne dieses schöne Seidenkissen und dann einmal rüberrollen sozusagen, rauf und runter. Immer wieder. Man kann es auch einfach nehmen und, Achtung, ziehen Sie bitte mal die Bettdecke beiseite. Das ist schon sehr sexy und, jetzt hier, möchte ich sagen. Und dann können wir unsere Beine, da ist die sehr verspannt, Hüfte ausgekugelt. Vielleicht sollte ich doch noch mal, ich halte das Bein fest beim Massieren. Das hat den Vorteil, dass es auch noch Zellulite ein wenig besänftigen kann. Kannst du ein bisschen leichter massieren, sonst kann ich das Bein nicht halten. Ich nehme einfach dein Nimm doch mal mein Bein. Ich finde es sowieso ganz angenehm. Gibt diesen Druck aufs Gewebe, den wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Ja. Damit wir auch entspannt werden, dann sinken jetzt ein bisschen. Und das können wir eben auch mit zwei Tennisbällen machen. Zum Beispiel, indem wir die auch rechts und links, damit wir gleichseitig den Druck haben. Und für die Füße können wir einen Golfball nehmen. Und dann, wenn wir auf dem Sofa sitzen, einfach mit dem Fuß immer über den Golfball rollen. Das ist wirklich unheimlich gut für die Füße, hat mir meine Pilates-Physiotherapeutin auch schon gesagt. Unbedingt mit dem Fuß über kleine Bälle rollen und auch mit dem Rücken über Tennisbälle. Und wenn wir aber einen Partner haben, setz dich noch mal zu Doris. Ich habe ja schließlich einen Partner und Doris hat ja mich. Und dann könntet ihr sozusagen abends vom Fernseher... Gib doch mal dein Bein her. Du müsstest quasi dein Bein auch hingeben, also an Doris. Und dann gäbe es die Partnermassage. Das ist ganz toll. Sie massiert mir währenddessen auch die Füße. Ganz genau. Und das kann man mit seinem Partner oder lustig auch mit Kindern machen, wenn man abends auf dem Sofa sitzt. Und das ist ganz herrlich und hilft uns einfach weiterhin durch den Lockdown. Es ist an Perversion kaum zu überbieten, was ich hier gerade tue. Einer halbnackten Puppe die Füße zu massieren im deutschen Fernsehen. Warum es so viele Menschen gibt, die Füße auch als sexy empfinden. Ich tue das sehr gerne. Diese Areale liegen nebeneinander. Die Geschlechtsorgane und die Füße liegen im Gehirn nebeneinander. Ah, deshalb fühle ich das gerade so stark. mehr Infos gibt es immer auf Charlottes Instagram-Kanal. Also du bist ja bei Instagram, da gibt es wirklich ganz viel zu finden. Wir haben die Blitzgesundheit beim Frühstücksfernsehen. Das ist was sehr Tolles. Da haben wir auch alle Themen heute noch mal gedreht. Das so genehm. Ich finde, Doris könnte etwas besser massieren. Ich bin hier ganz schön engagiert. Und, ja, naja. Das ist in der Tat wahr. Gesünder